Grundsätzlich ist erstmal zu sagen, dass ein Heiler ein dienender Beruf ist. Genau wie jede anderen Therapeuten. Nur mit dem Unterschied, dass der Heiler mit seiner Tätigkeit im Unsichtbaren wirkt. Geistiges Heilen sieht man nicht. Unter geistigem Heilen stelle ich mir vor, dass Menschen, die in der Lage sind, bestimmte Energien zu fokussieren, den Menschen zu helfen, ihren eigenen Energiekörper wieder zur Mitte zu bringen. Unter geistigem Heilen verstehe ich, dass man das Bewusstsein des Menschen, den ich heilen möchte, aktiviere und nutze dafür, dass er seinen Körper spürt und positive Energie in seine Zellen und in seinen Körper sendet, sodass der Körper sich selbst heilt. Geistiges Heilen ist eine Begleitung für meinen Mitmenschen, zu seiner Selbstheilung zu finden. Für mich ist sehr wichtig, die Menschen anzuleiten, wie er seine Selbstheilungskräfte überhaupt aktivieren kann. Geistiges Heilen ist für mich meine ganze innere Kraft, meine Zuwendung, meine Liebe einer anderen Person zu geben, um dort was zu bewirken, was auch immer das gerade ist und welche Methode das ist, aber es ist diese innere Kraft, diese innere Liebe zu jemand anders zu bringen. Geistiges Heilen ist für mich mit kraftvollen, lichtvollen Gedanken die Menschen zu heilen. Geistiges Heilen bedeutet für mich präsent sein, einfach Kanal sein, die Energien fließen zu lassen, angeschlossen zu sein mit der höheren Energie, die heilt. Ich bin nur Kanal, ich bin nur Medium. Ich als Heiler bin Mittler zwischen dem Hilfesuchenden und seinem höheren Selbst. Geistiges Heilen bedeutet eigentlich für mich in erster Linie bewusst machen. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, es ist keine Maschine und kein Auto, sondern es ist einfach mehr. Also unter geistigem Heilen würde ich verstehen, dass jemand Hilfen benutzt aus dem nicht materiellen Bereich, die uns noch relativ unklar sind, unbekannt sind. Ich gehe davon aus, dass wir alle spirituelle Wesen sind und geistigem Heilen heißt für mich, sich zu verbinden mit dieser Ebene, die letztendlich in uns allen vorhanden ist und über diese Ebene zu versuchen, wieder Kräfte zu mobilisieren, Selbstheilungskräfte, Botschaften zu vermitteln, da anzusetzen, wo der Mensch die Unterstützung braucht. Wenn jemand im indischen Sinne Diksha gibt, den Segen gibt und jetzt die Heilenergie des Kosmos auf jemand anderen herunterbringt, dann würde ich denken, da beginnt Geistheilung. Insofern würde natürlich aber der katholische Priester, der die Gemeinde segnet, auch schon in diesen Bereich reinfallen. Also ich verstehe unter geistigem Heilen den Begriff der Selbstheilung. Das heißt, dass ich das in Gedanken, in Emotionen tue, in mir selbst. Das ist für mich Geistheilung. Und der Heiler macht nichts anderes, wie mich anzuschubsen, damit meine Selbstheilung funktioniert. Vergebt euch selbst und vergebt den anderen. Vor allen Dingen euren Eltern. Sie haben das Beste getan. Kommt in eure Kraft. Es ist ganz wichtig, dass ihr euer Licht in euch erkennt. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Sorge gut für dich. Lernt, eure Gefühle zu fühlen. Alle. Alle Gefühle. Denn die Gefühle, die ihr nicht fühlen wollt, die machen euch krank. Mir ist ganz wichtig, dass die Menschen erkennen, dass sie Körper, Geist, Seele sind, dass es spirituelle Wesen sind, dass sie erkennen, dass sie unglaublich viel Schönes in sich tragen und dass das bitteschön erkannt werden möchte. Mir ist ganz wichtig, dass die Menschen versuchen, ihre Aufgabe zu erkennen auf der Erde, ihre Talenten zu entwickeln und das tun, was die lieben. Was ich mitgeben möchte, was ich vermitteln möchte, ist, dass es nichts Heilsameres gibt als die Liebe, dass es nichts Wundervolleres gibt als den Glauben an das Wissen, an eine große Macht. Dass sie vertrauen auf ihre Heilung, ihre Fähigkeit der Heilung und auf ihre Fähigkeit des Heilens. Dass sie ihrem Gefühl vertrauen lernen, dass sie versuchen, ihren Weg zu finden, dass sie die Hoffnung niemals aufgeben und dass sie versuchen, ihren Weg in Leichtigkeit und Freude zu gehen.
einfach, dass Menschen sich wieder berühren. Ja? Berührung heilt. Der Frosch im Teich denkt, dass er im Meer ist, aber er könnte rausgehen und das Meer entdecken. Gott ist in euch, er ist um euch, er ist in der Natur, er ist in euren Kindern und er ist in eurem Gegenüber. Achtet deshalb euer Gegenüber, denn auch er ist göttlich. Es ist wundervoll, dass ihr hier seid. Ihr habt hier ein wundervolles Dasein vor euch. Gott ist an glücklichen Menschen interessiert. Er lässt uns den freien Willen. Und in dem Moment, wo wir uns dafür entscheiden, wollen wir glücklich sein? Ja, dann kriegen wir es auch. Strebt nach der Liebe. Übernehmt Verantwortung für euch, für eure Kinder und für die Erde. Finde Friede in dir. Finde Friede durch jeden Gedanken, den du pflegst, jedes Wort, das du sprichst, jede Handlung, die du vollziehst. Suche den Frieden in deinem Herzen. Meine wichtigste Botschaft ist, auf die Natur und auf die Tiere wieder zu hören, wieder zu fühlen, wieder in sich reinzugehen, sich nicht einzusperren, sich nicht abbringen zu lassen von seinem Lebensweg. Und die Tiere sind ganz große Helfer. Vertraut darauf, was die Tiere euch sagen, was die Tiere euch mitgeben, wie sie sich verhalten an eurer Seite. Traut euch, euer Leben zu leben, traut euch, eure Träume zu verwirklichen, lasst euch nicht durch andere vom Weg abbringen. Eine gesunde Portion Egoismus ist wichtig hier, dass wir leben und unsere Ziele auch erreichen. Und wenn man an seinen Träumen festhält und an sich glaubt, dann kann man wirklich alles schaffen. Sie leben ihr Leben, nicht meins, nicht das ihres Nachbarn und auch nicht das von Herrn Fischer. Es ist einzig und allein ihr Leben, um das es geht. Es ist ihr Glück, um das es geht. Leben Sie das. Und leben Sie das, indem Sie Ihre Gefühle leben und indem Sie dem vertrauen. Und indem Sie dem mehr vertrauen, auch als alles, was ihr in dem Kopf so rumgeht. Meine persönlichst wichtigste Botschaft für die Zuschauer wäre im Moment die Spielregeln lernen und auch erleben in der eigenen Seelenbilderwelt. Das eigene Leben verstehen lernen und den Augenblick zu meistern. Erkenne deine Gaben an. Erkenne dich an, wie du bist. Du bist einzigartig. Jeder von uns ist einzigartig und hat ganz einzigartige Begabungen und Talente. Und diese Begabungen und Talente braucht die Welt, auch deine. Ich bin ja selbst Heiler, ich bin selbst Geistheiler, bin Lebenslehrer und bin in einer Bodenhaftung, ausgebildeter Betriebswirt. Und ich habe festgestellt bei den vielen Kontakten, die ich hatte mit anderen Heilern, dass sie sehr unglücklich über ihre eigene Situation innerhalb des Heilwesens sind, dass die von keiner Seite richtig angenommen werden, bekämpft werden sogar. Die Ärzte schielen auf die Heiler, die Heilpraktiker schielen auf die Heiler, weil alles das, was Heilung ist, nicht fassbar ist. Und alles, was nicht greifbar, was nicht fassbar ist, was nicht beweisbar ist, erweckt zuerst mal Misstrauen. Und diese Unzufriedenheit, diese Unruhe, dieses Traurige, dass ich in den Heilern gesehen habe, in meinen Kollegen und Kolleginnen, das hat mich persönlich bewogen, die einmal so darzustellen, wie sie wirklich sind. Ganz normale Menschen, so wie du und ich, aus unterschiedlichsten Berufen, auch aus nicht-medizinischen Berufen, aus nicht-heilerischen Berufen, sondern die vielleicht vorher Schreiner, Metzger, Verkäufer waren, die aber irgendeine Begabung in sich tragen
oder erst später erkannt haben, das denen hilft, Menschen dazu zu bewegen, in ihre eigene Selbstheilungskraft zu kommen. Was möchte ich mit diesem Film erreichen? Eigentlich nur, dass der Mensch, mein Nachbar, mein Kollege, meine Freunde, meine Bekannte, sogar meine Familie, endlich diese Heilergruppe wahrnimmt, bewusst wahrnimmt und sie mit in ihren Entscheidungsprozess einbezieht, wenn es darum geht, sein vielleicht in Unordnung geratenes Gesundheitssystem am eigenen Körper wieder in Ordnung zu bringen. Das heißt, neben dem Arzt, neben den Heilpraktikern, vielleicht auch mal zu überlegen, zusätzlich oder vorher oder nachher einen Heiler aufzusuchen und zu sagen, schau du doch mal rein, was kannst du mir helfen? Denn geistige Heilung hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Sie sind definitiv ohne Risiken und Nebenwirkungen. Zunächst mal auf der menschlichen Seite gesehen, unterscheidet den Heiler von einem anderen medizinischen Beruf überhaupt nichts. Die sind alle nackt auf die Welt gekommen, mit ihren Begabungen, Fähigkeiten und ihren Wünschen, irgendwann mal den Beruf ergreifen zu wollen. Ärzte und Heilpraktiker haben dafür Medizin studiert, gelernt und sich mit der gesamten mit den Fachausdrücken klarzukommen. Und haben dann ganz konsequent ihren Beruf ausgeübt und üben den noch aus. Sie haben also Betriebswirtschaft daneben noch lernen müssen, um erfolgreich eine Praxis zu führen. Ärzte und Heilpraktiker nehmen sehr, sehr viele Kosten auf sich, um eine Praxis einzurichten, Personal einzustellen. Das ist ein Beruf wie jeder andere Beruf auch. Nichts Außergewöhnliches. Ein Heiler kommt aber aus einer anderen Schiene. Ein Heiler entdeckt irgendwann seine zusätzlichen Fähigkeiten, die er hat. Oder die vielleicht lange Zeit schon gehabt hat, erkannt hat, aber gedeckelt hat. Und irgendwann bricht es wie bei mir aus einem raus und sagt, ich muss das zusätzlich machen. Aus einer inneren Intention heraus wird plötzlich eine Gewissheit, diese Tätigkeit als Berufung auszuüben. Das kann auch ein Arzt sein. Ich habe zum Beispiel in meinen Seminaren sehr oft Ärzte, die den Beruf des Heilers zusätzlich kennenlernen und erlernen wollen, um den Klienten ganzheitlich bedienen zu können. Nee, auch mal von einer anderen Seite zu sehen, von der feinstofflichen Seite her. Was will die Seele ihm sagen? Nicht in Richtung Psychotherapie, nicht in Richtung psychologische Beratung, sondern ganz einfach der Dialog von Seele zu Seele. Ein Heiler muss auch und hat in der Regel auch keine medizinische Ausbildung. Ich vertrete sogar den Standpunkt, je mehr medizinisches Wissen ein Geistheiler hat, umso eingeschränkter arbeitet er in seiner Geistheilung. Weil wenn er alles weiß, wie es im Körper funktioniert und wie es funktioniert, und welche Zusammenhänge da sind, umso mehr schränkt er sich mit den Möglichkeiten der Heilung ein. Weil er eine ganz klare Anweisung dann an die geistige Welt gibt, du musst jetzt das und das so und so regeln, weil es so logisch ist, weil der Körper eben halt so und so funktioniert. Sich davon zu befreien, einfach die Hände aufzulegen, zu vertrauen, dass die Energie, die Heilenergie dorthin geht und dorthin fließt und dort auch transformiert, einen Heilungsprozess anzustoßen, ohne zu wissen, wo das am Körper ist. Wenn der Klient mit irgendeinem Thema kommt, was eigentlich zuerst mal oberflächlich gesehen oder aus der Sicht eines Arztes gesehen überhaupt gar nicht zusammenhängt. Das ist spannend.
Diesen Film soll sich jeder anschauen. Sowohl der normale Mensch, in Anführungszeichen der normale Mensch, der irgendwann mal auf die Idee vielleicht kommen könnte, einen Heiler mit einzubeziehen in seinen Gesundwerdungsprozess oder Gesunderhaltungsprozess. Den Arzt, den ich vielleicht dazu ermutigen möchte, sich mal die Heilerausbildung oder die Heilertätigkeit anzuschauen. Für sich zu entscheiden, wow, das kann ich ja fantastisch in meine ärztliche Tätigkeit integrieren, um den Klienten ganzheitlich zu behandeln. Aber auch und insbesondere all die Heiler, all die Geistheiler, Energetiker, wie sie zum Beispiel in Österreich genannt werden, all die sogenannten Lichtarbeiter, die Energiearbeiter oder welche Begriffe auch immer verwendet werden, Schamanen, denen möchte ich Mut machen, mit diesem Film ihren Beruf auszuüben und sich nicht weiter zu verstecken. Sie sind keine modernen Hexer, sie sind keine Scharlatane. Sicherlich gibt es auch solche schwarze Schafe, wie es die auch in der Ärzteschaft gibt, wie es die auch unter Heilpraktikern gibt, wie es die in jedem Beruf gibt. Ethik wird bei Geistheilern sehr, sehr groß geschrieben. Das Wohl des Menschen geht einem Geistheiler über alles. Das ist eine interessante Frage. Was oder wer ist ein Heiler? Ja, die ganz ehrliche, die korrekte Antwort lautet: Ich bin ein Heiler. Du bist ein Heiler, jeder von uns ist ein Heiler. Weil der sich Heiler nennt und den Beruf ausübt, ist letztlich eigentlich nur der Impulsgeber, um die Selbstheilungskräfte seines Klienten anzustoßen. Mehr kann er nicht machen. Es ist nicht möglich, mehr zu machen, wenn die Seele seines Klienten nicht geheilt werden will, wenn er selbst nicht geheilt werden will, wenn nur sagt, die Verantwortung abgibt und sagt, mach du mich heil. Es funktioniert nicht. Deshalb ist jeder ein Heiler, der sich selbst heilt. Jeder von uns ist Heiler. Ich bin Heiler, du bist Heiler, alle sind Heiler. In der Doppelsinnigkeit dieses Satzes. Ich bin Heiler großgeschrieben, ich bin ein Heiler und ich bin Heiler kleingeschrieben. Eine sehr außergewöhnliche, spannende und hochinteressante Frage. Ich bin Heiler und dennoch stelle ich meine sogenannte Konkurrenz in einem Dokumentarfilm da, stelle sie vor, mach sie damit auch bekannt. Und in unserer leistungsorientierten Gesellschaft wird dann automatisch ganz ungläubig gefragt, wieso holst du dir deine eigene Konkurrenz so auf dein Wappenschild? Was bewegt dich dazu, deine Konkurrenz so positiv darzustellen? Wäre es nicht viel interessanter, dass du einen Dokumentarfilm drehen lässt über deine eigene Tätigkeit als Heiler? Ich bin ja Geistheiler. Das wäre viel interessanter, naheliegender, spannender. Nö. Ich glaube daran, dass wir alle all eins sind, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass jeder Heiler, Arzt, Heilpraktiker den Patienten oder Klienten bekommt, den er verdient. Das heißt, meine Klienten werden nie die Klienten sein von meiner Konkurrenz oder meinem Mitbewerber oder von meinem Kollegen, wie ich zum Beispiel, oder Kollegin, wie ich sehr, sehr gerne lieber sagen würde. Wir haben alleine in Deutschland 80 Millionen Menschen.
Und es gibt eine Handvoll von Heilern. Handvoll, sage ich, vielleicht 1000, vielleicht 5000, vielleicht 10.000 Heiler. Egal, welche Zahl richtig ist. Es ist zu wenig, viel zu wenig. Deshalb bin ich dankbar für jeden Kollegen, der seine Begabung, seine Talente, die er bekommen und auch ausgebildet hat, in der geistigen Heilung, auch tatsächlich praktiziert. Sich nach außen hin darstellt mit einem Firmenschild an der Türe und sagt, XYZ, Praxis für geistiges Heilen oder Geistheiler oder einfach nur Heiler, was ja zum Beispiel in Deutschland der Begriff ja auch erlaubt ist. Und der auch wirklich nach außen hin damit den hilfesuchenden Klienten und Patienten den Weg zeigt, hier ist einer, der kann dir vielleicht auch noch zusätzlich helfen. In meinem Leben zieht sich wie ein roter Faden immer dieses sogenannte Abenteuer, das Wagnis durch. Ich habe immer Dinge getan, außergewöhnliche Dinge, die ich nicht bis ins Detail finanziell abgesichert habe und mir darüber Gedanken gemacht habe, wie finanziert sich das? Ich habe es einfach getan, weil ich es tun musste, so wie mit diesem Film. Und wenn ich damit keinen einzigen Cent verdienen würde, wenn keiner diesen Film haben wollte, alleine das, was ich in diesen anderthalb oder zwei Jahren während meiner Interviewtour erfahren durfte, wie viele wertvolle Menschen ich kennenlernen durfte, von denen ich auch lernen durfte, alleine das war der ganze Aufwand wert.